Oh là là, bonjour, messieurs, dames. Alors, erstmal zu mir. Mein Name ist Jacques und ich komme ursprünglich aus Frankreich. Dann, ich war viele Jahre in Deutschland, da hatte ich eine kleine Bistro in die Saarland, in Saarbrück. Aber dann kam Corona. Da musste ich zumachen. Wegen so ein blödes Virus. Ouais. Locke die Daumen und rücke die Züge, weil mein ganzer gesparter Geld futsch. Habe ich gesagt, no, da bleibe ich nicht mehr. Hat sich sowieso die ganze Gesellschaft total einmal verändert. Ja, die Land ist so gespalten und all die soziale Ungerechtigkeit. Ja, guck mal, für alles ist Geld da. Für Länder zu retten, für einen Zelensky immer mehr Waffen zu schenken, für immer neue Migranten, für die Diäten zu erhöhen. Und für die eigenen Leute ist nichts mehr übrig. No, da gefällt mir es nie mehr. Und wenn man dann noch hat die falsche Meinung, kommt direkt immer eine Shitstorm. Diskriminisation von besserwisserischen Moralfetischisten und man wird sozial vernichtet. Da wird man automatisch Nazi gerufen, nur weil man nicht die Mainstream nachplappert. Oh, das ist nicht mehr meine Land. Wenn ich allein diese Regierung sehe, ein Haufen Dilettante, nichts Gescheites gelernt, Studiums abgebrochen, ohne Beruf. Die haben noch nie einen Hammer in die Hand gehabt, aber wollen uns zeigen, wo der hängt. No, nicht mit mir. Habe ich mir gesagt, wisst ihr was? Hör ich einfach auf. Gehe ich früher in die Ruhestand. Aber wohin mit so einer mickrigen Rente? Für die Lebe ist es zu wenig, für die Sterbe zu viel. Habe ich geguckt und rumgesucht nach einem Land, wo man günstiger, besser, sicherer und ruhiger leben kann. Aber gibt's das überhaupt? Ungarn. Ja, ich fange doch in meinem Alter nicht mehr an, für Flasche zu sammeln oder mich bei die Tafel anzustellen. No. Also bin ich einfach rücke die Züge ausgewandert. Oui, nach Ungarn. Da ist die Wetter schöner. Die Preise sind günstiger, die Leute sind netter, kein Gender-Firle-Defense, kein korrupt Kanzler, kein militanter Baerbock, kein dilettantisch Habeck. Und deshalb gibt's bei uns auch genug Gas und Wasser im Winter. Oh gut, wir haben auch eine persönliche Relation, weil ein Teil von der Bucklischer Verwandtschaft, eine Tante von meinem, also von meiner Frau, die ist ein echter Ungarin, die Tante Juliska. Alors, voilà, sind wir ausgewandert. Aber nicht wie in die Television. Da gibt ja immer so Auswanderershows. Und die Leute finden das ja auch sau cool. Aber wenn die dann mal ein richtig lebendiges, echtes Auswanderer sehen, dann zeigen sie ihr wahres Gesicht. Hey. Vor allem, wenn es um Ungarn geht. Da kommt man sich als schon wie ein Aussätziger vor. Dabei sind wir ja nur von einem EU-Land in ein anderes gezogen. Aber muss man sich trotzdem dauernd rechtfertigen? Wo ich kürzlich noch mal war in die Saarland, da habe ich getroffen die Frau Kleineschmidt. Das war unsere alte Nachbarin. Oh, hatte die geschimpft, weil wir ausgerechnet nach Ungarn sind. Gut, sie ist jetzt auch nicht die hellste Kerz auf die Torte. Die ist eher so eine kleine Stummel. Aber behauptet, sie hätte ihr kompletter politischer Bildung aus renommierter Quelle. Oh, wird ja auch genug GEZ-Gebühr dafür bezahlen. Hola, ich weiß noch, wie meine Frau, der zum ersten Mal hat erzählt von Ungarn, hat die alle Hände über die Kopf zusammengeschlagen. Was, noch Ungarn in so ein antidemokratischer Land? Hatte ich dem Teufel seine Arbeit, für der zu erklären, dass ein Land nicht antidemokratisch sein kann, höchstens eine Regierung. Und wir suchen ja für unsere Altersruhe keine Lande nach die Regierung aus, die wo gerade dran ist, sondern nach die Land selber und nach die Leute dort. Und die sind in Ungarn super. Freundlich, hilfsbereit. Ach, sie sind ein so schöner Land. Und wir wollten gerne da wohnen, wo andere Leute Urlaub machen. Aber das passt so gar nicht in die Weltbild von die Frau Kleineschmidt. Da ist ja auch ein bisschen die Corona-Schuld. Wegen die ganze Lockety-Downs. Da musste so viel Leute daheim bleiben und konnte nichts anderes als zu hucke vor die Glotz.
Da ist man rüge die Züge überinformiert. Guck mal, Anne Will, Maischberger, Blasberg, Lanz, heute Nachrichten, achtmal Tagesschau an einem Tag. Wie schnell wird da aus einer harmlosen kleinen Orban ein neuer böser Hitler? Klar, gegen so geballte Information habe ich natürlich keine Chance. Obwohl ich jetzt seit 2 Jahren direkt immer da in Ungarn wohne und da eigentlich ziemlich viel mitkriege. Die Frau Kleinschmidt, die war noch nie dort, aber trotzdem kennt die sich 100-mal besser aus. Habe ich versucht, ihr zu explizieren, dass die Ungarn selber sehr glücklich sind mit ihrer Orban. Gerade weil er ganz anders da ist als die deutsche Politiker. Ja? Und warum? Der kümmert sich tatsächlich zuerst mal um sein eigener Volk. Ja, doch, sowas gibt's. Kennt man in Deutschland natürlich schon länger nimmer. Nix hat die Frau Kleine Schmidt abgewunkt. Die Tagesschau sagt da was ganz anderes. Und die werde das ja besser wissen als ich. Und wenn ich 100 Jahre in Ungarn wäre. Der Orban wäre sogar ein ganz gefährlicher Diktateur. Das hätte sogar ihr Freundin gesagt, Majas Erika. Und die schafft bei die Saarländisches Rundfunk. Also die putzt da. Und der ihr Vater ist sogar Lehrer. Hab ich's dann mal anders da probiert. Seit wann wird denn ein Diktateur gewählt? Noch dazu von der Mehrheit von seinem Volk. Also schon ein bisschen komisch geguckt. Aber mit Argumenten braucht man die Frau Kleinschmidt nicht zu kommen. Zumindest wäre das ein Nazi, weil er was gegen Flüchtlinge hätte. Die lässt er nämlich nicht in sein Land. Und das wird man daran merken, dass auch die EU ganz schön stinkig auf ne wäre. Aha, sagt das die Tagesschau. No, die Anne Will. Naja, dann. Also ich habe mein Bestes versucht. Frau Kleinschmidt. Habe ich es nochmal versucht. In Ungarn hat es auch Flüchtlinge gegeben. Schon 2015 aus Syrien. Hat die geguckt wie ein Auto? Ja, aber die wollte halt nicht bleiben. Für viele Flüchtlinge ist Ungarn nicht so cool, weil man da nur Geld kriegt, wenn man dafür schafft. Die wollte all viel lieber nach Deutschland. Da bräuchte man nicht mal einen Pass und muss auch nicht zugeben, wie alt man ist. Hat da die Frau Kleinschmidt direkt immer zugestimmt. Die sind in Deutschland auch herzlich willkommen. Schließlich brauchen wir die Fachkräfte, weil die Deutsch immer älter werden. Das hätte sie nämlich beim Plasberg gehört und hat gleich aufgezählt. Ärzte, Ingenieure, Raketenwissenschaftler. Ach, interessant. Syrisch Raketenwissenschaftler. Oh la la, genau. Weil Syrien ist ja so bekannt für seine Weltraumprogramme. Hat sie genickt, eben. Und vor allem Chirurge. Das sind dann solche, wo jeden Tag auffallen, weil sie wieder in ihrer Freizeit Messerübungen machen. Aber Ironie ist bei die Frau Kleine Schmidt verschwendet. Die weiß halt alles besser. Der Orban wollt kein Flüchtlinge, der rechte Despot, fertig. Nun, habe ich nochmal probiert. Nicht der Orban, das ungarische Volk hat sich dagegen entschieden. Hat die mich angeguckt, ganz perplex, seit wann kein Volk sowas entscheide? Ja, in Deutschland nicht, aber in Ungarn. Da gibt es nämlich Volksbefragungen. Und da orientiert sich auch einer Herr Orban dran. Hat so ungläubig abgewunken. Oh, no, in Deutschland brauchen wir keinen so demokratischer Fürz. Dafür haben wir genug Politiker, wo sich auskennen. Und die wissen ganz genau, was für unser Volk gut ist. Und kümmern sich. Das habe die ja auch geschworen. Oh la la, habe sie das aus die Grundgesetze? Grundgesetz? Was ist das denn? Na, na, Unsinn. Das habe sie in die Tagesschau gesagt. Ah, ja dann.